Hallo und willkommen zu einem neuen Special Review. Ihr seht es schon wieder, die leere Wand. Diesmal ein bisschen was total krasses, also mal eigentlich, sagen wir mal, davor möchte ich eigentlich nur warnen, kauft euch sowas nicht. So, diese beiden hübschen Teile. Warum will ich jetzt warnen? Ganz einfach. Ihr werdet gleich sehen, von der Qualität her und allgemein ist das wirklich, naja, Ü-Ei-Qualität fast. Und wobei, ich will jetzt nicht mal diese Überraschungseier da schlecht machen. Im Gegenteil. Das ist noch schlechter. Fangen wir einfach mal so erstmal mit diesen Hubschraubern. So. Man kann hier eben dieses. Die Seiten, wo halt die Raketen dran sind, bewegen, damit man es halt ein bisschen eben lenken kann. Wie man sieht, der Rotor ist leider schon ein bisschen eben verbogen. Naja, gut. Ist befestigt mit einer schicken Schraube. Hinten ist auch noch mal so ein kleiner Rotor. Und an sich, ja, wenn jetzt der Rotor nicht ganz so billig wäre vielleicht, dann würde der Hubschrauber noch gerade so durchgehen, wenn man es jetzt nicht genau anguckt. Das machen wir jetzt allerdings mal. Man beachte dieses schöne Landewerk. Also auch so ein, eben so ein kleines Plastikrädchen drinne, was sich halt auch kaum dreht. Naja gut. Das kann man halt umklappen. Kommen wir erstmal dann weiter zum Jet. Der eigentlich so auch ganz gut aussieht. Bis auf die Farben vielleicht. Gut. Und dann fängt es halt auch wieder an, wenn man es eben näher anguckt. Sieht schon ein bisschen eben unten hier diese hübschen, unauffällig roten Raketen. Gut, kommen wir jetzt zur Verwandlung. Man klappt die Flügel hoch. Kann das hier hinten so ein bisschen hochklappen. Klappt die Spitze hier runter. Die Beine richtet man hier, also die Füße richtet man richtig aus. Und dann hat man schon den ersten Teil. Der zweite Teil kommt jetzt. Einfach hier die Arme ausklappen, also man dreht es am besten. Klappt dann die Arme aus. Dann kann man es wieder so hinrichten, wie man es will. Dann klappt man das runter. Hier sieht man schon den Kopf. Also dieses blaue Ding ohne irgendwelche Bemalung ist halt sein Kopf. Hier dieser hintere Teil, den klappt man dann noch um. So, und jetzt kommt diese tolle Kombination zwischen beiden. Also das muss eben nach hinten. Das wird dann einfach hier so reingesteckt. So. Und dann hat man ihn schon fertig kombiniert. Okay. Was soll ich groß dazu sagen? Also man sieht halt eben, Qualität ist wirklich nicht beeindruckend, warum ich ihn gekauft habe, weil er halt eben in der Verpackung wirklich interessant aussah. Halt zwei Teile und ja, sah interessant aus. Vom Ergebnis war ich dann allerdings enttäuscht, wo ich das Ding ausgepackt hatte. Und das Ding möchte ich auch ehrlich gesagt nicht benoten. Also es ist an der hintersten Ecke meiner Sammlung irgendwo. Man sieht es ja auch am Verstauben. Also da wird er jetzt auch wieder seinen Platz finden. Irgendwo weit hinten versteckt. Ich hoffe, euch hat es trotzdem so ein bisschen gefallen. Ich sag tschüss, bis dann.